Aber Leute, ohne Scheiß. Das sieht so gut schon aus. Warte mal, ich zeig euch das mal. So. Guckt euch das mal. Ey, jetzt mal ernsthaft. Na? Das sieht wohl richtig gut aus. Wenn ihr das auch findet, gebt mal einen Daumen hoch, weil. Ehrlich. Perfekt. Guten Morgen. Frühstückszeit. Was meinst du da, Lenz? Lenz. Mates. Okay. Musst du mich jetzt so drehen? Weil meine Mama noch nicht gefilmt werden will, ne? Ist ja nicht. Ja, fertig. Ach ja. Stimmt. Ja, Leute, wir haben 20 vor 8. Da sollte man auch fertig sein, ne? Ja. Sarina? Ja, ich bin auch fertig. Ja, ein bisschen nerven, ne? Ja, weil die Wärme, ich kann halt immer. Ehrlich nicht. Da wirst du heute gar keine Zeit haben, drüber nachzudenken. Das ist das Schlimme, weil wir haben noch richtig viel vor. Könnt ihr bitte Mitleid mit mir haben? Den habe ich gerade gefunden, der ist noch mal drin. Der ist noch, ob der noch gut ist. Ehrlich. Okay, meine Lieben. Bis später. Unglaublicherweise, es geht los mit dem Mittagessen, ja. Bei der Sonnenwärme. Aber deshalb gibt es heute Penne mit Estragon Frischkäsesoße. Das geht, das ist nicht ganz so schlimm, weil das würde ich nicht überstehen. Ehrlich nicht. Ich glaube, morgen geht's erstmal ins Freibad. Auf jeden Fall. Ernsthaft. Naja. Zutaten. Penne, 200 Gramm für zwei Personen. Dann haben wir zwei Paprika. Red und Grün zusammen, schon richtig? Jo, tatsächlich. Dann haben wir hier Tomaten. Aua, eingelegt. Geht nicht offen. Moment. Geht nicht. Das geht wirklich nicht, obwohl hier das vorgegeben ist. So. Immer noch nicht ganz. Ha, da haben wir es. So sieht's aus. Wunderbar. Die sind richtig lecker vom Real. Die müssen gleich abtropfen. Und da brauchen wir noch Käse. Frischkäse, wie viel insgesamt? Ja, also eigentlich 4 Esslöffel, aber machen wir 3 raus. 3 Esslöffel. Und die Schalotte. Wunderbar, sehr groß. Nun ja, und sonst noch Estragon. Haben wir hier Estragon Bladder. Ja, und sonst so das übliche, ne? Salz und Pfeffer und so. Und Brühe brauchen wir natürlich noch. Oh, ja. Ja, that was. Dann habe ich noch gar keine Tüte für Müll hier. Dann fangen wir an, das Ganze abtropfen zu lassen. Okay. Das wird erledigt. Dann kocht jetzt hier schon das Wasser. Irgendwie so wegen der Wärme kocht das Wasser schneller. So warm haben wir. Spaß beiseite. Wie gesagt, Nudeln. Rein mit dich. So. Etwas Salt. Und das wär's dann. Dann fangen wir an, die Paprika zu schneiden. Wunderbar. Einfach ein kleines Stückchen oder Streifen. Ich bevorzuge Stückchen. Also ein kleines Stückchen. Weiter geht's. Als erstes kommt die Schalotte dazu. Also rein überhaupt. So. Warm. Wunderbar. Während die Schalotte drin ist, können wir schon mal anfangen, die Tomaten zu zerkleinern.
so wie man will. Man kann die natürlich so richtig klein machen oder einfach so Stückchen. Ich mache einfach so normale, mittelgroße Stückchen. So. Wenn eins ein bisschen größer ist, ist ja auch nicht so schlimm. Ne? So. Dann kann jetzt die Paprika rein. So, das Zwiebel. Beziehungsweise die zwei Paprika. Und hiermit bin ich gleich fast fertig mit den Tomaten. Und dann können die nämlich auch dazu. Oh Leute, ich glaube, ich gehe morgen echt ins Freibad. Ja, ehrlich. Puh, ich war schon ewig nicht mehr da in so einem Freibad oder Schwimmbad, aber puh, das ist ja nicht auszuhalten. Und schon ein bisschen Vorfreude auf den Urlaub. Vielleicht wird das mal nicht schlecht. So. Dann kommen jetzt die hier dazu. Stimmt doch, ne? Moment. Zwiebel, Paprika, Tomaten in dünne Streifen schneiden. Öl erhitzen und Zwiebel daran andünsten. Paprika und Tomaten hinzufügen. Joa. Jo, dann machen wir das. So, das sieht schon sehr, sehr gut aus. Jetzt müssen wir einmal die Nudeln probieren. Einmal abspülen hier. Die Gurke. So. Ich glaube, die sind schon gut. Die Nudeln stehen direkt noch. Wie gut. Ehrlich. Dann schütten wir die Nudeln ab. Dann brauchen wir noch etwas Brühe. Habe ich glaube schon gesagt, ne, am Anfang. Oder? Keine Ahnung. Moment. Muss ich eben heißes Wasser drüber machen. So. Wunderbar. Aber Leute, ohne Scheiß, das sieht so gut schon aus. Warte mal, ich zeig euch das mal. So, guckt euch das mal. Ey, jetzt mal ernsthaft. Na, das sieht wohl richtig gut aus. Wenn ihr das auch findet, gebt mal einen Daumen hoch, weil, ehrlich, perfekt. Naja, genug geschwärmt, ne? Jetzt kommt die Brühe drüber, weil die Paprika noch weich schwimmen muss. So. Und dann ein bisschen der Deckel drauf. Jetzt ein bisschen Ruhe haben, ne? Und dann geht's weiter, nämlich mit dem Käse. Da müssen wir nämlich noch was machen, Leute. Nämlich 3 Esslöffel Käse. Sind das noch 3 Esslöffel? Nein. Das sind nicht mehr 3 Esslöffel. Muss ich eben noch einen Käse holen. Ich habe schon noch Käse in der Hand. Lecker. Okay, also das sind keine 3 Esslöffel. Nein. Esslöffel. Nein. Wo haben wir denn? Hier. Ha. Ich hab's. Also sagen wir, das ist einer, ne? So ungefähr. Machen wir 2. Und 3. Ist genug, weil die Soße ist beste. Ehrlich, werdet ihr gleich sehen. Könnt ihr euch das so ein bisschen vorstellen? Wirklich, das ist nicht übertrieben.
Jetzt brauchen wir Essrobben, ne? Ein Teelöffel. Okay. Ein Teelöffel. Das ist ein bisschen wenig. Nehmen auf jeden Fall schon mal einen Esslöffel. Sonst ist das viel zu wenig. Und dann das Ganze etwas rumrühren, so gut wie es geht. So richtig perfekt geht's nicht. Aber naja. Macht das Beste raus, ne? Kann nur ein bisschen rein irgendwie. Okay, jetzt reicht es aber wirklich hier, ne? Okay. Dann würde ich sagen, räumen wir schon mal hier ein bisschen auf, weil er kocht ja noch. So ungefähr 7 Minuten muss er kochen. Ungefähr. Ja. Räumen wir schon mal hier ein bisschen auf, ne? Okay, wir kommen zum Endspurt. Wir haben noch gar keine Zeit gehabt. Wir werden mal los müssen zum nächsten Termin. Und das alles bei diesen Temperaturen traumhaft. Jetzt kommt, stimmt doch, naja. Jetzt kommt einfach der Käse rein. Einfach dazu in das bisschen Brühe, was noch ist. So. Und so. Klebt immer alles schön am Löffel, ne? Wunderbar. Okay. So. Und dann einfach alles gut verrühren. Festhalten wäre besser, ne? Dann wird das viel besser gehen. Boah, das sieht schon wieder so gut aus. Und wie letztes Mal. Wisst ihr noch? Wer hat das Video gesehen? Dann noch würzen mit Salz und Pfeffer. Hier. So. Zacki zack. Und dann kommen die Nudeln rein. Und dann ist es fertig. Wunderbar. Wenn die nicht so kleben würden, oder? Ich glaube, das war ein bisschen viel. Okidoki. Dann haben wir es, glaube ich. Zack, zack. Fertig. Das werden wir jetzt lecker essen und genießen, sobald dies bei dieser Wärme möglich ist. Bin ich mal sehr gespannt. Naja, okay. Also irgendwie sieht es im Topf ein bisschen besser aus. Sehr gut. Okay, dann ja. Sag ich mal bis später. Good evening, Leute. Ich mach erstmal jetzt hier alles offen, weil wir haben bis jetzt alles zu gehabt. Weil es ja unerträglich draußen ist, ne? Aber jetzt mache ich erstmal alles offen. Ich muss einmal abchecken. Ja, jetzt kommt Luft rein. Auf jeden Fall. Boah, endlich. Endlich, endlich. Und ich muss euch einmal kurz die Uhrzeit zeigen. Wir haben. Wo ist sie? Kann man sie erkennen? Nein, ne? Okay, wir haben 21.35 Uhr und ich werde, man sieht mich jetzt gar nicht mehr, ne? Ja gut, dann bin ich wieder. Ich werde nichts mehr essen, auf gar keinen Fall. Oh Gott, boah, sieht man, wie fertig ich aussehe. Ja, so sehe ich bei der Wärme aus. Das ist nicht übertrieben oder so. That's real life. Kann man nichts machen. Gerade Video fertig gemacht, schon so halb, außer das jetzt hier. Und dann habe ich doch Hunger gekriegt, aber das ist jetzt zu spät, ne? Sag ich mal einfach so. Einfach zu spät. Muss ich jetzt durch, bis morgen. Wie auch immer. Okay, mehr wollte ich nicht, ne? Wohnzimmer muss ich natürlich auch noch Fenster aufmachen. Und Badezimmer und überall.
Boah, das ist irgendwie ist das jetzt schön. Es ist ja immer noch warm, aber das ist schön jetzt. Morgen Freibad. Soll ich euch mitnehmen? Ja? Ich guck mal. Je nachdem, so wie da so die Lage ist, wie voll da ist und so, ne? Okay, dann werde ich so da reingehen. Das noch eben schneiden, dann ist das Video fertig. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Gebt diesem Video eine Sprachstörung, alles wegen der Wärme, alles wegen der Wärme. Gebt diesem Video gerne einen Daumen hoch und lasst mal ein Abo da. Das wollte ich sagen. Folgt mir gerne auf Instagram oder Twitter. Obwohl ich ehrlich sagen muss, auf Instagram bin ich mehr aktiv, viel mehr. Hier seht ihr die Namen. To the rhythm, rock the house, rock the house.